Einen wunderschönen guten Tag und gleich zu Beginn eine Entschuldigung an alle die, die den Namen Leon Mascher auf diesem Kanal hier nicht mehr sehen können. Ich denke, das hier wird hoffentlich das letzte Video zu dem Thema. Als Entschädigung sei euch gesagt, dass die Tage ein schönes Video auf dem Hauptkanal kommt. Leon hat tatsächlich, später als angekündigt, ein quasi Antwortvideo rausgehauen und es gibt dazu einfach einiges zu sagen und richtig zu stellen. An erster Stelle ist es wirklich interessant und bezeichnend, dass Leon in seinem Video in die Rolle von Donald Trump schlüpft. Das wohl widersprüchlichste, sich im Wind drehende Fähnchen, was man sich vorstellen kann. Trump ist dafür bekannt, dass er full of shit ist und eine endlose Liste von Lügen und Halbwahrheiten geäußert hat. Und jemand, der selbst bekannt ist als King of Fake und nachweislich viele seiner Videos gestaged hat, sollte wirklich aufpassen, was er in seinem Glashaus sitzend anderen für Lügen anzukreiden gedenkt. Alleine deine letzten beiden Videos waren Fake News, lieber Rustem Ramatsch. Selbst dein Name ist fake. Aber schauen wir uns doch mal deine ganzen Punkte an. Richtig, auch mir ist das anfangs entgangen. Es wurde tatsächlich mit mindestens einer großen Tomate nach Leon geworfen, die ihn sogar getroffen hat. Ich habe zur Genüge erzählt, dass das nicht cool ist. Dass fast alle Tomaten winzig waren, wie man im gleichen Bild sieht, wird aber galant unter den Teppich gekehrt. Die Aussage, du wurdest mit vielen kleinen Tomaten beworfen, ist aber auch noch richtig, wenn du außerdem mit zwei Wackersteinen beworfen wurdest, lieber Leon. Ich will aber auch nicht deine Taktik anwenden und Dinge legitimieren, also lassen wir das einfach so stehen. Leon hat eine Tomate abbekommen, die nicht klein war. Das hat der Tomek übrigens bereits am 26.03. berichtet. Nächster Punkt. Die Geschlagenen, die man im Video sieht, waren also nicht minderjährig. Deren genaues Alter kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, woher die anderen die Zahl 14 genommen haben, vermutlich eine zufällig gewählte Zahl, um den körperlichen Unterschied zwischen deinem Freund Chopper Guy und den Tomatenterroristen zu zeigen. Du verwendest selbst eine Hyperbel in deinem Video, in dem du den Herrn Haider als 50 bezeichnest, um deinen Punkt einfach deutlich zu machen. Auch hier wirkt das Ganze wie eine Rechtfertigung, auch wenn die Tomatenschmeißer 40 gewesen wären, wäre die Gewalt nicht gerechtfertigt. Aber egal, ich kenne deren Alter nicht. Ich weiß aber, dass das Mädchen, was umgeworfen wurde, 16 ist. Das hat komischerweise keine Erwähnung gefunden. Ja, es waren augenscheinlich nicht deine Fans, die mit Tomaten geworfen haben. Keine Ahnung, wie Le Fliot darauf kommt. Aber er war wohl auch der Einzige, der das gesagt hat. Außerdem ist es eigentlich ziemlich irrelevant. Außer man will Dinge legitimieren. Und ja, einige deiner Veranstaltungen waren wirklich angemeldet. Auch hier übergehst du gekonnt, dass trotzdem einige nicht angemeldet waren, wie zum Beispiel Erfurt oder Augsburg. Wo sind die in deinem kleinen Supercut? Du lügst hier nicht direkt, aber weißt genau, dass du mit dieser Darstellung deinen geneigten, minderjährigen Durchschnittszuschauer vermittelst, du hättest hier keine Fehler gemacht. Dann kommen wir zu einer besonders interessanten Stelle. Der Name Nosferatu TV wird hier von Leon geschickt ausgeblendet und komischerweise taucht unser Beitrag in seiner Fake News Auflistung gar nicht erst auf. Warum das denn? Habe ich etwa die Sachen nur genauso aufgelistet, wie sie passiert sind? Komisch. Einer dieser Sicherheitsleute hatte dann den YouTuber von TV aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Und als TV diesen Menschen dann darauf hingewiesen hat, dass er gar kein Hausrecht hat, hatte der ihn dann nur grob am Nacken gepackt. An diesem Segment ist rein gar nichts Fake News. Das Einzige, was nicht ganz klar ist, ist die Sache mit dem Hausrecht. Dass dein Freund Chopper tatsächlich Hausrecht hatte, wage ich zumindest gesund anzuzweifeln, da die Veranstaltung nicht vom Einkaufszentrum, sondern vom Saturnmarkt ausging, wie der Tomek in Erfahrung gebracht hat und ich mir eben nochmal bestätigen lassen habe. Der Saturn verteilt Hausrecht des Einkaufszentrums an deinen Kumpel? Zweifelhaft. Und was ist mit dem Tritt in meinen Rücken durch eben jenen Kollegen? Bleibt unerwähnt. Ach ja, und die eine so professionelle, offizielle Security, die an Ort und Stelle war, hat nicht nur im Nachhinein fälschlicherweise und nicht nur zu mir behauptet, in den Tomaten wären Nägel drin gewesen, sondern hat auch einem Kind, das mit mir ein Selfie gemacht hat, das Handy weggenommen und es aufgefordert, die Fotos zu löschen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Die haben zu euch gesagt, löscht die Bilder, die ihr gerade gemacht habt, oder was? Ja, wir hatten keine Wahl, der Typ hat das Handy weggenommen und ist damit weggelaufen. Nee, das ist ja okay. Nee. Aber das, das ist... Was? Alter. Aber hat er die selber gelöscht oder habt ihr die gelöscht? Nee, die haben die gelöscht. Aber wir hatten, also der hat halt darauf geguckt. Hat. Aus reinem Interesse, wie alt seid ihr ungefähr? 13, 14, 14. Schon ein krasser Atzen auf jeden Fall. Naja, weiter mit Leons Video. Ah, alles klar, naja, wenigstens bist du so ehrlich hier und gibst es zu. Dann kommt noch etwas Real Talk von Leon. Unerwarteterweise kommt sogar eine Entschuldigung, etwas halbgar, aber immerhin. Etwas madig wird die Sache gemacht durch die Behauptung, man würde über dich nur berichten, um Klicks zu bekommen. Das schwingt sicher bei einigen mit, aber das als alleinigen Grund anzugeben, verharmlost die ganze Sache einmal mehr vor deinen Kiddie-Zuschauern. Dann aber kommt der geilste Satz im ganzen Video. Sorry auch nochmal von meinen Jungs an dieser Stelle, die haben sich auch nochmal entschuldigt, aber die sind jetzt nicht da. Bei wem sollen die sich denn bitte entschuldigt haben? Bei dir oder was?
Bei den Geschädigten hat sich, soweit ich weiß, keiner der Jungs entschuldigt und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Bei mir wurde es sich auf jeden Fall nicht entschuldigt. Chopper, wo ist denn mein Strauß Blumen für den herzlichen Tritt in meinen Rücken? Ich warte sehnlichst auf einen Liebesbrief von dir. Du folgst mir doch sogar bei Snapchat. Dachte, du wolltest dich entschuldigen, aber scheinbar feierst du nur meine Katja Krasewitze-Imitation, hm? Wie dem auch sei, Leon hat ein Statement gemacht und da ich eher dachte, die Sache wird unter den Tisch gekehrt, wie die ganze Geschichte mit Mimi, Fake News, Fake News, hat mich das schon überrascht. Die ganze Fake News Geschichte wirkt wie Legitimierung der Gewalt, auch wenn du das nicht direkt sagst, hat das alles dennoch die Konnotation von Rechtfertigung. Die Entschuldigung war da, aber halbgar und deine Jungs hätten wirklich mit im Video sein sollen. Mein Fazit ist, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht.